Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Martin Luther soll gesagt haben, und wüsste ich, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen setzen. Und ich finde, in dieser Aussage steckt sehr viel Optimismus, aber auch ein Hinweis auf die Verpflichtung und Verantwortung für unsere schöne Heimat. Ich kann mir unser Vorarlberg ohne das Blau des Himmels, die Blütenpracht der vielen Obstbäume und die zahlreichen wohlschmeckenden Früchte im Herbst gar nicht vorstellen. Nun, so ein Obstbäumchen hat praktisch in jedem Garten Platz. Es überzeugt im Frühling durch die Blütenpracht, durch eine gesunde Belaubung und im Herbst durch Früchte, die nicht nur gut schmecken, sondern auch einen Zierwert haben. Warum ich Ihnen das jetzt um diese Jahreszeit erwähne, ist ganz einfach. Diese Pflanzen, es handelt sich um Containerpflanzen, sind jetzt relativ leicht zu versetzen und sie wachsen jetzt sehr gut an. Der Grund ist sehr einfach. Der Boden ist warm, das ist entscheidend. Und wenn Sie ausreichend Wasser geben und eine gute Setzerde verwenden, dann ist der Erfolg eigentlich fast sicher. Nun, Obstbäume gibt es als Spalier, die gibt es als Halbstämme und als Hochstämme. Und nachdem Grund und Boden sehr, sehr teuer ist, empfehle ich Ihnen grundsätzlich nur diese Spalier- bzw. Buschbäume, die sich mit einer Schere so gut zügeln lassen und im kleinsten Garten, ja sogar auf Balkon und Terrasse, Verwendung finden. Also, Obstbäume in unserem Garten eine Verpflichtung für unsere Nachwelt, aber auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Denn Obstbäume sind nicht nur ökologisch wertvoll für unsere Bienen, sie bieten uns nicht nur gute, wohlschmeckende Früchte, sie haben für mich auch einen beachtlichen Zierwert. Oder könnten Sie sich Vorarlberg ohne Obstbäume vorstellen?